Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Ich würde sagen, Seiten auf Kontostand, Freunde. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich habe, bevor das Video losgeht, eine sehr wichtige Ankündigung. Ich möchte, dass ihr bitte alle zuhört, weil das eine sehr, sehr, sehr wichtige Ankündigung von mir ist. Ihr wisst ja, ich habe die Firma TryHard Plus. Wir machen einen Gaming Booster, einen sehr guten Gaming Booster. Aber wir haben uns entschieden, die Firma umzustrukturieren. Wir werden etwas Neues aus dieser Firma machen. Aber wir haben noch um die 1500 Dosen im Lager. Und weil wir die auf keinen Fall wegschmeißen wollen, weil das Produkt wirklich sehr, sehr gut ist, habe ich eine ultra krasse Aktion für euch. Und zwar bei jeder Bestellung von einer einzigen Dose, das werde ich euch gleich nochmal online zeigen, bekommt ihr eine zweite Dose und Shaker. Das heißt, ihr kauft zum Beispiel diese Eistee-40-Dose, bekommt dann dazu die zweite Dose im Warenkorb kostenlos dazu. In dem Fall wäre das jetzt 40 Maracuja und einen Shaker noch oben drauf, einen zufälligen Shaker. Das heißt, ihr bekommt für 25 Euro, wir haben ja immer 40 Portionen pro, also 80 Portionen plus das Ding. Richtig, richtig nice, Freunde. Wir wollen einfach was anderes aus der Firma machen und dementsprechend wollen wir auf keinen Fall Lebensmittel verschwenden. Wir wollen das ganze Zeug nicht wegschmeißen quasi. Und deswegen, wie gesagt, ultra günstig. Ich bin jetzt mal auf der Seite hier nebenbei. Das Ganze läuft dann so ab. Ihr seid hier auf der Seite. Wir haben vier Geschmacksrichtungen. Ihr nehmt dann zum Beispiel Eistee Pfirsich und ihr wollt davon die Rabattaktion machen. Ihr könnt das unendlich aufmachen, also ihr könnt auch 8 Dosen in den Warenkorb tun, da sind 4 davon gratis, also die Aktion wird immer weitergehen. Das ist jetzt nicht pro Bestellung eine Dose gratis, sondern wirklich jede zweite Dose gratis. So, jetzt nehmen wir zum Beispiel hier, haben jetzt hier Eistee Pfirsich und wollen die 240 Gramm Packung, die haben wir auch nur in der und die nehmen wir zum Beispiel jetzt zweimal, zack, kommt in den Warenkorb, seht ihr hier zum Warenkorb hinzugefügt, dann gehen wir auf den Warenkorb ganz entspannt. Und ihr seht, die zweite ist durchgestrichen auf 0 Euro. Das heißt, wir sind bei 24,99. Der Shaker wird hier nicht angezeigt, aber der wird mitgeliefert. Und wir sind dann hier mit Versand auf 29,20. Und das Ganze für 80 Portionen, also 2 ganze Dosen. Ihr könnt auch sagen, hier, wir machen 4 Dosen, Warenkorb aktualisieren. Warenkorb ist aktualisiert und dann haben wir 50 Euro, obwohl wir für 100 Euro Sachen drin haben, Freunde. So funktioniert das. Ist ein nices Angebot. Wir haben wirklich auch tolles Feedback bekommen für das Produkt. Also schlagt mal zu. Ihr könnt es auch mit anderen Gaming-Boostern auf dem Markt gerne vergleichen. Da haben wir auch gar kein Problem mit. Und ich würde sagen, Leute, jetzt geht das Video los. Let's go. So, ich nehme die ICR, dann ist der Gegner leer. Kleiner Freestyle. Digga, warte, weißt du, was mir gerade auffällt? Nachdem unser kalter Krieg jetzt beendet wurde, ist das unsere erste Black Ops 4 Runde zusammen, Digga. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Ich hau einen nach dem anderen raus. Okay. Ja, ich bin voll überfordert. Du gibst gerade viel zu viel Input auf einen. Es sind so viele Dinge, auf die ich antworten möchte, aber dann haust du schon den nächsten raus. Ja, Digga. Ich hau den nächsten raus wie Bachelor-Kandidaten, kleiner Freestyle. Ich hab extra so betont, dass du wirklich. Ja, ich weiß. Musst vergleichen. Ich wurde auch noch nie von Johnny Bongiorno so abgeaimt in meinem ganzen Leben, Digga. Bongiorno. Johnny Bongiorno, so ein Huren! Ich hab einen Säuglingshuren. Scoops ist aufgewacht wegen Hurensohn. Und die anderen, das geht mir komplett. Das war's, ich hör auf mit YouTube. Das war's wieder mit COD, ab morgen kommt Fortnite, Spaß. Nee, Leute, also das ist ja das Ziel des Videos, ist eher, dass mir Haptik. Ich verliere eh jeden ganz, weil ich bin ein Opfer. Ach, ihr wisst schon, irgendwer, der hier mit dabei ist, will mir zeigen, dass das Spiel auch Spaß machen kann. Deswegen probieren wir nochmal den abgespeckten Modus, während Johnny Bongiorno jetzt wahrscheinlich das vierte, meinen vierten Tod mir besorgt. Ja, er heißt Johnny Bongiorno, Digga, ich fass es nicht. Welche Waffe spielt man eigentlich? Saug. So wie die Vibers bei mir, Allah. Also ich stehe 0-4, Digga. Bis jetzt läuft es noch nichts, aber jetzt wird mein erster Kill gemacht, jawohl. Jetzt bin ich drin. So nach einem Kill sagt man sofort, jetzt läuft's. Dann geht man sofort wieder down. Ne, Digga, ich geh jetzt nicht mehr down. Ich geh kein einziges Mal. Ja, der ist irgendwo hier über mir. Digga, wo ist er? Oh, was hat der für ein Aim, der Typ? What the hell? Ich stehe so ganz normal rum. Digga, okay. Oh, Mann, diese 150 Leben, die gehen mir hart auf den Sack, Digga. Muss ich ehrlich sagen. Ich, also mir hat das mit 100 Leben irgendwie besser gefallen. Ich weiß nicht. Konterdrohne. Nein, Digga, versuch nicht so schnell zu urteilen. Er hat 22 Punkte gemacht, Leute. Einfach zocken, Digga. Ich glaube, ein paar Runden zocken, dann wirst du sehen, wie geil. Genau, also erzähl nochmal deine, was ist denn deine, wo wir haben gestern philosophiert, was ist denn nochmal deine Methode, mit der du es mir wieder schmackhaft machen willst? Du hast mir da ja so einen Plan gesagt. Naja, grundsätzlich einfach Leute, um sich zu sammeln, die auch zocken. Also BO4 zocken und dann einfach mit denen zocken. Wie oft hast du eigentlich zocken gesagt? Ich hab sowas Heftiges erwartet, Digga. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, nee, aber es ist ja schon so, ich hab, so muss ich auch ehrlich sagen, Leute, früher jeden Tag online gekommen, jeder hat COD gespielt, man konnte sich quasi aussuchen, mit wem man spielt. Heutzutage habe ich in Discord noch 3 Freunde, das ist Real Talk, Digga. Und davon spielen dann wahrscheinlich 2 Fortnite und einer schneidet Videos. Ja, mit. Ach, danke. Digga, mit 3 Freunden hast du 2 mehr als ich, die BO4 zocken. Das ist echt lustig. Selbst ich hab trotzdem Spaß, ich zock eigentlich nur mit Dome, Digga, das ist so heftig, wenn man mit seinen Kumpels zockt. Weil, Digga. Fakt ist, ein Spiel ist für einen nur tot, wenn die Freunde es nicht spielen. Das schreiben wir auch auf YouTube. Das ist tot. Ja, ja, klar, natürlich. Objektiv gesehen wahrscheinlich mehr gespielt wird als das andere Spiel, was du eh. Oh Gott, wurde ich
gemeldet und zerstört. Digga, ich werde nicht von Buongiorno zerstört. Ich stehe 6-8 an meiner Fact-Fuck. So, das hat sich zum ersten Mal gereimt, jetzt, seit ich das sage. Ich bin noch nie negativ gegangen in der COD-Runde, das werde ich auch jetzt nicht. In der Public-COD-Runde wohlgemerkt, an meiner Schmull geschmerkt. Ist auch so, mit dem Ikea-System ist es wirklich unmöglich. Außerdem ist die erste Runde, Digga. Glaub mir, die richtig guten Runden nach dem 5., 6. Game. Aber da müsste man so einen ganzen Reihen jetzt finden. All die Worte, die ich verstehe. Da ist er wieder, Freunde. War nie weg. Ja, diese Map ist... Die Map ist wirklich scheiße. Welche Map magst du? Ich meine, du als aktiver Spieler musst mir auch ein paar Tipps geben. Was spielt man denn für Maps gerade? Und für abgespeckt spielen wir, das sieht man ja. Aber, was spielt man so? Wir haben gerade beide 100 Punkte bekommen. Das ist geil, Digga. Immer dem Teammate mithelfen, dann kriegen beide 100. Das ist eigentlich so ein Teamgame. Also, die haben es echt gut hinbekommen, was das betrifft. Lutsch doch direkt, Digga. Die beste Map. Lutsch doch direkt, habe ich gesagt. Ja, genau. Darüber haben wir nämlich gerade eben. Gefällt mir nicht so. Ja, hate doch nicht. Ja, genau. Darüber haben wir gerade geredet, Leute. Wenn man als YouTuber eine Sache gut findet, dann lutscht man auch andere YouTuber. Und wenn man eine Sache scheiße findet, dann hate man. Da kommt einer rein, der ist nicht weak. Zwei Erschmecker zu. Nein, hinter uns. Jackson Kaffer. Sag mal, ein Kopf. Um die Frage jetzt zum 10. Mal zu beantworten, Digga, die besten Maps. Die Original Maps oder die sowieso drin sind, also auch für zwei Maps? Nee, also alle, die man so, die du jetzt, welche Map, die im Loadscreen, die du siehst, freut dich gerade? Slums, Firing Range, Summit ist richtig geil, Digga. Summit freue ich mich extrem. Summit sogar als erstes, würde ich sagen. Und von den OG Maps hier in dem Game, schwierig, Digga. Guck mal, man vergisst sogar ein paar Maps. Ich würde sagen, am besten von allen ist vielleicht, Digga, Arsenal ist echt nicht schlecht, wirklich nicht. Boah, wie er da pre-aimt. Gridlock ist ganz okay. Gridlock? Ja. Ich dachte, Gridlock ist so die Map, die man am meisten hasst. Nein, Digga. Digga, Mann! Aftermath und Downturn. Ah, Gott! Das war so ein Aimbrot-Rage. Ja, ich weiß, Digga, aber Scoops liegt direkt neben mir und ich wollte jetzt nicht direkt wieder irgendwas schreien, was irgendwelche Mütter beleidigt. Das soll Scoops auch nicht lernen, soll das ja auch nicht lernen, weißt du, dass er die anderen Hunde so nennt. Hunde so ein Wunder. Oh, absolut, Bonjour, hol ihn rechts am Stein. Bitte. Hab ihn. Digga, der hat sich auch nicht geheilt, der wollte mich unbedingt noch haben, Digga. Das ist unglaublich. Der hat richtig gesabbert vor der Konsole. Boah, das war schönes Aim hier von Marcello. Aber das ist ein Sniper, der will mich jetzt auf jeden Fall noch haben. Oh, Johnny, du bist ein Keck! Mann. Es kann wieder losgehen. Nein. Ich wurde noch nie so gespawntrapped, Digga. Ich bin vor einer Sekunde losgelaufen. Ich bin einfach in seinem Scope gespawnt. Ja, moin. Ich find's aber krass generell, dass es relativ wenig passiert, sowas. Weil eigentlich müsste man ja... Das ist schon krass gemacht, so ein Spawn-System. Auch wenn man sich immer drüber aufregt, aber eigentlich ist es schon krass gemacht. Und Con, also Con-technisch. Ich meine, du hast ja BO2 gespielt. Der Unterschied ist heftig, oder? Wenn man wieder hier reinkommt, dann merkt man, dass halt BO4 eigentlich gute Con hat. Also Digga, BO2, die Con, das ist so krank. Ja. Man merkt's ja, dass man so einen Vergleich hat und wieder zurückgeht. Nein, ich bin geflasht, bitte hör auf. Lass mich. Na, Digga, wo kommt dieses Sniper King Onur, Mann? Ich hab Buongiorno übrigens einen Turn-On gegeben eben, also alles in Ordnung wieder. Perfekt. Egal, was er noch macht. Da bin ich erleichtert. Aber mittlerweile läuft's ganz okay. Ananas! Guck mal, wie er schreit. 14. Okay, Slums Herrschaft, das klingt gut. Das klingt so, als ob ich die letzten Wochen gemacht hätte. Ich würde ganz gerne mal wieder eine Drohne erreichen, das würde mich schon heftig drüber freuen. Okay. Johnny Buongiorno ist bei uns und die gute Samenbank. Ist eigentlich egal, welchen Specialist man nimmt, oder? Ja, ist egal. Ne, gibt's überhaupt noch einen Modus, der 5 gegen 5 ist? Alles außer TDM und abgespeckt. Ja, okay. Abgeleckt. Das ist ja das Krasse, die haben ja das klassisch gemacht. Also, abgespeckt Herrschaft ist das einzige Herrschaft, was 6 gegen 6 ist. Oh, beim Brunnen, aber nach Sprunnen. Also das wird echt eine ganz belastende Runde jetzt, das weiß ich schon, das spüre ich direkt. Muss halt so aufpassen hier. Mein Gott, wie er springt, Digga. Er schießt nicht mal. Mein Gott. Digga, muss hier so aufpassen. Digga, wie die, aber die machen und die geben sich aber nicht einfach so auf, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Kein Problem, Digga. Der ist weak, der eine, der andere nicht. Warte, ich übernehme. Jetzt trade ich, warte, den habe ich. Jetzt habe ich auch mal einen gehabt. Ausnahmsweise. Warte, hier ist noch einer. Das ist der letzte und dann können wir einen nehmen. Drohne. Pass auf. Warte. Noch einer spawn hinter dir. Zwei, die spawnen immer noch da, Digga. Ich hatte hier die Drohne für dich. Verdammt, oh mein Gott, Digga, das war zu anstrengend jetzt. Es war eine nice Szene so, aber es war einer zu viel jetzt. Übernehmen. Da kommt raus. Herr Schmecker hat's erst One-Shot. Hol ihn. Okay. Noch einer. Sauber. Noch einer da. Nicht weak. Hab ihn. Das Ding ist, ich kann hier nichts machen, weil die stehen da immer noch, das weiß ich halt. Dieser Tick-Typ, Digga, der klingt wie TikTok. Und hat. Der spielt auch so, wie TikTok spielen würde, wenn es ein Mensch wäre. Warum? Wie würde TikTok spielen? Absolut schlecht.
widerlich und asynchron. Ja. Digga, die kommen nicht aus dem Spawn. Der eine ist im Headglitch, er kommt einfach nicht raus. Ich hab gerade so die Situation, dass ich so die safen Kills nicht mache, aber die schwierigen mache ich. Junge, wie er mich snipen will. Nein, meine Waffe ist leer. Sorry, Scoops. Digga, siehst du, wie wir die rapen? Oh, das wird ein saftiger Kill. Gar kein Kill. Steht oben so saftiger Kill, so nicht so irgendwie Wahnsinnsabschuss, sondern so Saftabschuss. Saft, Kill. Warte, sauber. Oh, Alter, mein Gott, ich muss hier bei jedem Typen so sweaten. So tot, ja, bin ich tot. What the hell? Okay, das will ich sehen, wie er das gemacht hat. Okay, er hat eine Scar. Wow, er hat 6 HP gehabt. 1900 Punkte. Ich bin so defensiv. Digga, selbst absolut Deutsche einfach geraped werden, wenn man sich einmal nur anstrengt. Das ist unser erstes richtiges Game. Ich spiele diese AR, die reingepatcht wurde, diese SWAT. Die ist heftig. Das ist wirklich die beste DLC-Waffe aller Zeiten. Ernsthaft. Letztes Mal habe ich die richtig geflamed. Ich fand die richtig schlecht. Ja, ich habe auch die AN95. 94? Ja, was? Digga, chill mal jetzt. Spaß. Ich habe die AN94 und BO3 auch geflamed, dass es schlecht ist. Ich habe einfach nur verkackt. Das Lustige ist, damals war die Waffe wirklich noch schlecht am Anfang, als die MPs noch besser waren in BO2. Und trotzdem war die AN das erste, was ich mir jemals mit dem Prestige-Token freigeschaltet habe. Und ich weiß nicht wieso. Komisch, ne? Aber nee, die war schon relativ gut. Du meinst ja, jetzt in BO2, ne? Ja, ich fand die nie gut. Auch nicht am Anfang. Wir müssen jetzt nur Blue Control haben und Garage. Also Garage am besten rein. Digga, alle sind in dieser Garage, man ist. Ja, ja. Zwei habe ich. Ich krieg die ganze Zeit diese 100 Punkte für Ekia, ne? Digga, dein Skin. Nice, nice. Luftgitarren-Solo. Ich hab ja echt auf mein Vater gekommen. Digga, Face Heli ist halt wieder so am Slayen. Letztens, Digga, no joke. Digga, die gute Samenbank, wie viel stehst du? Digga, ist so eine schlechte Samenbank, er geht gerade noch positiv mit Ekia. Boah, war das ein Gunfight, aber ich bin jetzt auch mit Punkten wieder einigermaßen vorangekommen, Digga. Das ist halt so, ich muss mich so reinfuchsen, aber ich glaube, es ist halt wie Fahrradfahren. Ganz verlernt man sowieso nie. Pre-Am schon wieder mehr als alles andere. Weil wie ich gerade gesagt habe, ich Pre-Intro. Ich helfe dir hier. Einen habe ich. Ich free mir Garage. Weißt du? Ich muss. Absolut, absolut. Ah, der hat sich schon gehealt jetzt. Habe ich trotzdem noch gekriegt. Wie viele Leute können ja, eigentlich Ekia bekommen? Sagen, 38-12. Und ich als jemand, der die ganze Zeit spielt, kann dir sagen, das ist eine der schlimmsten Lobbys, die ich in den letzten 3 Wochen hatte. Oh mein Gott, wie die da rumsweaten. Der Chef kriegt eine gute Lobby. Boah, Alter, das ist wirklich eine ganz kranke Tryharder-Lobby, Alter. Mann, Digga. Oh, Alter. Übrigens, Leute, falls ihr euch fragt, warum ich nicht so laut rede die ganze Zeit. Scoops schläft hier die ganze Zeit und ich will nicht rumschreien, wenn er hier liegt. Aber im Normalfall wird er nicht in der Aufnahme dabei sein, dann kann ich wieder rumschreien. So, Leute, wir machen jetzt noch ein Ründchen hier. Das habe ich noch nie gesehen, das ist hier. Oh, warte, das ist der erste Gegner. Das ist hier auch jetzt regnet auf der Map. Ich glaube, so lange bin ich echt schon raus. Auch wenn du jetzt wahrscheinlich denkst, Digga, das ist schon seit einem halben Jahr so. Und dann sage ich, ja, kann sein. Und schön, die beiden Jungs hier. Hier kommt einer von rechts. Ah, der hat der Teammate schon. So, jetzt werden hier erstmal ein paar Leute weggeklatscht. Aber nach Schmeckgeschmack. Ich muss einfach mit diesen Reimen aufhören. Sobald ich wieder mit dir COD spiele, fange ich wieder mit so einer Scheiße an, Digga. Das liegt doch nicht an mir, Digga. Natürlich, Digga. Du bist komplett schuld, Digga. Du bist voller schlechter Einfluss. Ja, gut. Wieder Einfluss. Oh mein Gott, Digga. Ich bin wieder komplett da. Keine Sorge, ich hatte nicht mal zugehört, weil ich im Gunfight war. So, Drohne, Konter, Easter. 80. Aber wenn ich ihn jetzt nochmal geholt hätte, ich glaube, der hat sich umgebracht, der Dude. So, jetzt haben wir die Scar. Guck mal, wie die so ist. Digga, als einer reinkommt, der heißt Super Tryhard Kid. Als ob die jetzt nicht bei C ist. Der Sanitäter wurde entsorgt. What the fuck? Digga, die Scar, wie die sich. Ich hab. Nein, Digga. Das war der schlimmste Tod, den ich wirklich bekommen habe. Ein 360 mit Turn-On. Alles auf einmal, Digga. Das war einer der krassesten Tode, die ich jemals hatte. Das war wirklich. Das war geisteskrank. Digga, das war wirklich jetzt einer der Top 5 Tode, die ich jemals kassiert habe. Also mit der Scar läuft es noch überhaupt nicht, diesem fetten Vieh. Digga, mit der Scar ist ja todesanders zu spielen. Da muss man ja nur pre-aim. Naja, man kriegt auch nur 100. Wegen dem Ekia-System. Digga, was machen die mit mir? Auf jeden Fall, Digga, lauf einfach über jede Flagge ein bisschen drüber. Das ist key. Das ist wirklich die schlimmste Map im Game. Bin ich so vorsichtig um die Ecke gelaufen. So. Ja, der hat schönen Headshot kassiert und haut rein. Digga, Mann, die Waffe ist so fett einfach, die Scar. Die ist so fett.
Digga, es gibt auch für die Schwertfisch keinen Schaden. So. Digga, das ist wirklich die schlimmste Map. Weißt du, warum wir die auch hassen, du und ich mittlerweile? Wegen diesem scheiß Wetter, Digga. Macht die Map eigentlich noch schlechter. Ist es public immer dieses Wetter? Ja, die haben es geändert. Seasonal Maps heißt es und das als neues Update verkauft. 2 Wochen nachdem kein Content war. Obwohl die Map schon länger drin war, oder? Ja. Dass sie jetzt halt. Ja, das ist dieselbe Map. Ja, ja, du bist mitten im Spawn, Digga. Hier einen box ich. Damit die anderen mich nicht sehen. Ich wollte gerade sagen, damit die anderen mich nicht sehen, aber er weiß es trotzdem. Woher weiß er es denn? Der eine kämpft im Fenster die ganze Zeit mit SWAT. Die ganze Zeit nichts anderes macht er. Er ist nur im Fenster mit der SWAT. Digga, ich komme irgendwie gar nicht klar auf die ganze. Warum gibt es hier nicht so einen anonymen Modus? Ich will gar nicht wissen, wie die Gegner heißen und alles. Digga, das gibt's doch. Ich kann mit das gar nicht spielen. Die ist mir echt zu langsam. Vor allem, wenn man so Stun-Granaten spielt. Was spielt der eine Typ? Was ist das für eine komische Einschusswaffe? Der Sieg ist nah, macht alles klar. Spielt der Mozu oder was? Ja, ja, diese mit Visier aber drauf. Ja, was? What? Ich will's. Nein! Ey, das ist nicht normal, was hier passiert auf meinem Monitor, Digga. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Checkt auf jeden Fall die letzten Videos ab. Lasst ein Like da für mehr Black Ops 4. Schreibt in die Kommentare Hashtag Black Ops 4. Sehr innovativ, ich weiß. Genau, Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Sagt du auch mal Tschüss. Alles klar, danke. Und ciao.